sind heute am Wachauring und filmen heute mit den Lehrlingen von Wimberger. Die werden heute mit dem Chef ein paar Runden drehen mit dem Porsche. Und ich darf da nicht flehren. Also wie man sieht, haben wir hier unser Basislager aufgeschlagen. Beim Dreh ist das immer super toll, wenn man so das heil ist. Es hat draußen 7, 8 Grad, der Winter wird schon deutlich spürbar und das ist natürlich sehr praktisch, vor allem für die Akkus, wenn man da so einen warmen Raum hat, weil hier drinnen ist wirklich warm und man filmt draußen eine halbe Stunde, eine Stunde, dann geht man kurz ein und checkt wieder leichte Akkus, kurz aufwärmen, also das ist genial. Da haben wir jetzt eine kleine Liste zusammengeschrieben von den wichtigsten Aufnahmen, die wir noch brauchen. Wir haben jetzt schon 2-3 Stunden gefilmt, haben schon ein paar coole Aufnahmen. Jetzt läuft auch gerade die GoPro drinnen mit 360 Grad. Das ist dann ganz cool, weil man sich dann genau den Winkel aussuchen kann, den man braucht quasi. Ja, wir filmen mit der Komodo. Wir haben da zweimal die Komodo am Start. Einmal Stormtrooper, einmal die jetzt gerade der Jakob hat. Dann machen wir ein paar Fotos auch noch. XT4 ist das, glaube ich, oder? Mhm. Ja, und mit der Drohne haben wir Inspire. Das ist natürlich auch praktisch, weil wir werden das jetzt dann so machen, dass ich die Drohne fliege und der Jakob wird das Gimbal steuern und gerade wenn man das 100mm Objektiv drauf hat, also das Olympus 45mm, wird dann ungefähr 100mm bei Vollformat von der Brennweite her, dann ist das cool, einer steuert die Drohne, einer steuert das Gimbal und dann kann man auch ziemlich nahe Aufnahmen machen von dem Auto und um das geht es ja heute eigentlich hauptsächlich und ja, schauen wir, wie es weitergeht. Funktioniert eigentlich. Funktioniert natürlich immer super, gell? Und ja, jetzt machen wir noch ein Gruppenfoto und so ein paar T-Shirts, Aufnahmen, dies, das. Und dann war es das eigentlich mit dem Video. Und dann schauen wir mal in der Postproduktion, was wir da rauszaubern können. Hoffentlich was Scheiß.